Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in TS Classic. Wir sind wieder in der Harznet-Strecke unterwegs und wir fahren heute den wichtigsten Zug überhaupt. Ein Brauereizug. eigentlich wäre das mit einer BR204 gewesen. Dachte ich, das ist ein bisschen langweilig. Lass uns doch mal die Ludmilla rausnehmen. ja, auf das habe ich jetzt Bock. Okay, jetzt bin ich schon länger nicht mehr gefahren. Tun wir das hier mal kurz rein. Wir würden gerne nach vorne. Lichter machen wir an. Die lassen wir aus. Fahren machen wir an. Ich glaube, wahnsinnig viel brauchen wir jetzt hier eigentlich nicht. Spitzenlicht ist an. Hinten rot. Wunderbar. Ich glaube dann. Einmal durch. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir mal zur Brauerei. Ah, der Sound. Ja, Klausthal, Ostbrauerei, Gleis 2. Einmal ankuppeln. Sparsystem ist natürlich auch mit an. So, mal schauen, wohin die Reise geht. Also die Steuerung für Signale und Co. Für alle Stellwerke hier. Das ist halt schon ein Spaßgerät, die Ludmilla. So, einmal pfeifen. Können wir machen. Um 5:30 in der Früh. Wieso macht die Pfeife nichts? Ach, das ist Sifa. Was für ein Hotkey hat die Pfeife hier? Das Haar? Nee. Ah, das Licht. Klingel anders. Gibt's ja nicht. Wo? Ja, das Höchststandslicht, Sternzeige. Was ist der Hotkey für die Pfeife? Fahren wir mal ganz kurz ohne drüber. Das ist natürlich sehr professionell. Ich habe das Handbuch aber offen. Warte mal. Handbuch, Handbuch, Handbuch. Lüfter, Zugheizung, Lichtkegel. Ach, Signal und ist B. Okay. Und irgendwas ist hier im Klingeln. Schaltet man weg aus hier. Sag mal. Ah, wobei, ich glaube, das ist das da draußen. Ja, jetzt ist das Licht wieder falsch. Das ist das Original-Logo von dieser Brauerei da. Goldpilz. Warte mal ein Foto. Braukunst seit 1879. Harzer Brauerei. Cool. Ja, ist das Tor da. Okay, wir sind noch richtig unterwegs. Was für eine penetrante Schelle da hinten. Aber schön, dass die Brauerei hier die Bahn nutzt für den Transport. Immer besser als LKW. Und wir haben Spaß zum Rumfahren. So, da hinten stehen die Kollegen.
schön sagt ihr dann hier. Es ist aber ziemlich knapp da an der Wand. Ja, ein Stückchen noch. Ja, ein bisschen nagelt. Schauen wir mal draußen. Ja, ich glaube, wir sind dran. Okay, einmal kuppeln bitte. Jetzt wird er mich nicht kuppeln lassen. Was soll denn das? Probieren wir es mal mit der freien Kamera. Ich würde sagen, das passt so, oder? Yeah. Okay, wir werden dran. Mal kurz gucken. Oh, die Schiebebandwagen hier. Gibt es da sonst noch irgendwas Interessantes in der Brauerei? Jedenfalls zwei Gleise zum Rumspielen hier. Auf der anderen Seite. Oh, oh, geil! Das ist sogar innen dekoriert. Nice. Geil. Die Strecke gefällt mir. Sonst hier nichts mehr Interessantes. Okay. Dann wollen wir hier mal einen Führerstand wechseln. Einmal anderes Menü. Dankeschön. Auf die andere Seite rüber. Lichter schauen gut aus. Ah, dann würde ich sagen. Abfahrbereit. Machen wir die Lüfter hier mit an jetzt gleich für die Fahrt. Sag mal, sind die so schwer, die Dinger? Gut, alles kommt mit. Sehr gut. Wobei die kleine Laster vermutlich für die Ludmilla nicht wirklich eine Challenge ist. Da hat jemand das Tor schon wieder zugemacht. Ja, aber kann schon sagen, geht schon wieder auf. Ja, besten Dank, Kollegen. Wir bringen das Bier hoffentlich gut an. Wir haben wertvolle Fracht. Ja, ich würde es auch gerne umleiten zu mir. Aber ihr könnt mir nicht. Ja. Dynamische Bremse. So, das eine Stumpfgleis da. Wo geht's eigentlich da hin? Da geht's nach nirgendwo. Okay. Können wir nachgucken. Holy smokes, wir haben ja ein bisschen Stau. Die ganzen Pendler kommen nicht zur Arbeit. Tut mir leid, liebe Leute, aber ihr Zug hat leider Priorität. Die Armen. Ah,
Na gut, auf der linken Seite geht's ja noch. Ich denke mal, am Bahnhof geht es dann über in die Zugfahrt. Ja, links weiter. Okay. Aber so keine Ahnung, mal wieder hinfahren. Das ist das erste Mal, dass ich das Szenario hier fahre. Es gibt hier noch das Szenario, wo man hier mit dieser Schmalspurbahn fährt. Das wollte ich auch ausprobieren. Die Lok-Assets und die Wagen habe ich alle herbekommen. Aber die Gleise nicht. Ich dachte zuerst irgendwie, ich hätte es gefunden mit TS Tools. Waren aber die falschen. Und jetzt hast du da halt keine Gleise, sieht halt irgendwie mehr aus. Und Asset-Suche in TS Classic, das ist so mühsam. Aber ja, übt man sich dran mit der Zeit. Ja, ab da. Wunderbar. Maybe not just in case. Es ist ein schöner Bahnhof hier. Ein bisschen Baustelle. So, hier gleich nochmal. Okay, Full Speed nach unten. Ja geil, also beschleunigen brauche ich da gar nicht. Immer finde ich doch ein, die zängt zu schnell. Na gut, 2-3 kleiner. Was ist das denn für eine Tafel da links? Das habe ich ja noch nie gesehen. Hey, da ist das mit der Schmalspurbahn. Die ist da links. Da wäre normalerweise so Schmalspurgleise. Aber leider halt nicht da. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Und dahinter im Wald, da sind noch ein paar Gleise, die da rausgehen. Mit einer ehemaligen Drehscheibe, wo man mit der... Hab nicht aufgepasst. Ach Mann. Aua, konzentrier dich doch mal aufs Zugfahren. Gut, haben wir unsere Zwangsbremse. So, sind wir bereit. Ne, sind wir nicht. Brauche noch. Na gut, während die Lok das da macht, kann ich das mal... nice. Moin.
eben da hinten, da ist er fertig. Da wird die Strecke lang gehen. Hier haben wir noch ein paar Gleise und eine ehemalige Drehscheibe. Schade, dass man mit der nichts macht. Naja, werden sie schon nicht mehr brauchen. Okay, jetzt ist gelöst. Warte mal. Bin ich da über Rot drüber gekachelt? Ich glaube, ich bin knallhart über Rot drüber gekachelt. ich glaube, wir sehen uns gleich wieder. Oh Mann, what a fail. So, da wäre ich wieder. Ich habe mal das Ranchimodeber nochmal gemacht, bin hier runtergefahren. Ich mache mal die PCB wieder an. Und ja, während ich da so toll rumgeschaut habe, bin ich ja tatsächlich über halbzeigendes Signal einfach mal so volle Kanne drüber. Aber gut, Sicherheitssystem hat seine Arbeit gemacht. Peinlich, peinlich, peinlich. Bravura, konzentriere dich aufs Fahren. Nicht so viel rumgucken. Eje. Na gut, können wir uns den Bahnhof hier ein bisschen angucken. Ja, das kann man wie üblich nicht lesen. Klausthal-Zellerfeld. Hier ist Dead End. Eventuell zum Beladen, Entladen von irgendwelchen Sachen. Eben da ist diese Schmalspurbahn, wo ich leider die Gleise noch nicht gefunden habe. Hab's auch in der Requirement-Liste nicht gefunden. Vermutlich ist es irgendwo in einer von diesen Required-Strecken mit dabei und von deren Requirements. Aber wir könnten mal kurz schauen, wo die Strecke denn so theoretisch hingehen würde. Soweit ich... die geht da so rum, dahin. Geht da so rein. Da durch. Oh, das sieht aber eigentlich nach einer schönen Strecke aus. Ah, ich will jetzt fahren. Bis hierhin? War's das? Nur bis hierhin? Oder geht es hier irgendwo weiter? Ach nee, schaut's, das geht da noch weiter. Das, die geht da nochmal auf die Straße irgendwie drauf. Da so rein. Ah, und hier ist dann die Mine mit dem Schacht. I see. Und dann hat man hier vermutlich ein bisschen Platz zum Hin- und Her-Ranschieren. Vielleicht wäre da auch noch eine Dreh... Ja, da ist auch noch ein bisschen was. Vielleicht eine Drehscheibe und Co. Und dann kann man hier höchstwahrscheinlich das Bergwerk besuchen. Das machen wir noch irgendwie. Schade, habe ich das nicht. Gut. Bei uns immer noch Halt. Oh, hey, immerhin zwei Wasserkräne hier. Schade, schade, schade. Ist das nicht mein Use? Naja. Okay, ich glaube, wir tun noch mal ein bisschen gucken, was der Verkehr so macht. Send to player, bitte. Kommt da was? Ah ja, genau, Schatz, da kann man das hier so angucken. Ja, hier ist ein bisschen was los. Aber keine Drehscheibe, so wie es aussieht. Ausweichstelle, okay. Also rein, da sieht man so die Überreste und dann geht das Ganze hier nach hinten. Da haben wir mal eine Ausweiche. Und finito. Und unseren Zug sehe ich nicht, weil, so wie es aussieht... Ach nee, da. Da kommt irgendwas Schienenbusmäßiges daher. Und dann... Ach du Heilige, was ist denn das für eine Strecke, was wir hier fahren? Übrigens hier so unten als Referenz. Mit der Dampflok sind wir ja da so hochgefahren, von da hinten. Ey, das kann ja noch spaßig werden. Ja gut, dann warten wir mal, bis die Strecke frei wird. Ich werde da für euch mal einen kleinen Cut machen. So, also man hört schon den BÜ. Der Zug dürfte nicht mal weit weg sein. Ich habe nebenbei ein bisschen mal das Handbuch angeguckt von der BA232. Es gibt hier eine automatische Kühlersteuerung. Das heißt, ich brauche hier eigentlich gar nichts machen. Ja, Handbuch lesen ist von Vorteil, ne? Oh, wo kommt der denn?
Nee, mir fehlt da ein Skin. Hallo Kupplung. Tschüss Kupplung. Ach ja, gut, was soll's. Wir fahren trotzdem. Ich habe schon einen Verdacht, welches Kind es ist. Yeah! Asphalt. Okay. Nehmen wir mal so just in case. Und wieder die nächste Pfeiftafel für den Bahnübergang. Sehr schön, wunderbar. Nun auch auf die 60. Na, ja, wobei, das ist dann gleich wieder abschüssig. Können wir gerade wieder lassen mit der Leistung. Soll ich Schwerkraft machen? Okay. 120 Promille runter. Ich will mal kurz was testen. Ich da mal die E-Bremse solo nutze. Dann freuen sich die Bremsen, dass die nicht überhitzen. Weil das sieht dann längeren Fahrt nach unten aus. Ja, ich glaube, das passt ganz gut von der Einstellung. Ja, vielleicht einen ganz kleinen Tick weniger. Naja, schon wieder zu wenig. Sagen wir, bis 60 sind. Nur anpassen. Ah, zweites Gleis. Und kleiner Bahnhof. Ich glaube, der wird nicht mehr bedient. Jetzt bin ich mir auch nicht sicher, ob das jetzt hier die Strecke ist, die es in der Realität gar nicht mehr gibt. Weil eine Strecke, gemäß Handbuch, die sie da nachgebaut haben, gibt es nicht mehr. Oder freuen sich die Frames gerade bei 20. Ja, jetzt geht's wieder hoch auf Richtung 60. Muss ich einmal nachladen von den ganzen Assets. Aber so overall muss ich sagen, performance-technisch läuft die Karte wirklich gut.
Und wie ist mein Rucksack? Jetzt ein bisschen nach unten. Nächste Mine hier. Alles voller Minen hier in dem Tal. Mal sehen. Okay. Mal raus mit der Bremse. Bahnübergang, Straße oder Fußgänger? Straße. Was soll denn das? Nee, nee, nee. Warte wieder immer rein hier. Das zweite Mal auf der Strecke. Okay, wieder bremsen. So, das passt. Tja, schade, haben wir keine Oberleitung und einen Pantografen, dann könnte man die Energie auch irgendwo entwerten. Jetzt wird es halt einfach nur in Hitzium gewandelt. Gut, hätten wir jetzt aber so einen Zug, Zugheizung. Tja, mal sehen. Wirtschaft mitten im Nirgendwo. Hier schöne Cinematics. Wisst was? Wir gehen mal kurz hier hin. Ja, das sieht doch nice aus. Oh. Noch ein Gleis. Ja, okay, inklusive aufgelassenen Bahnhof. I guess. Oh, was haben wir denn hier? Wildemann. Wisst ihr was? Ich schalte mal ganz kurz nach, ob es die Strecke hier noch gibt. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich habe mal kurz in Wikipedia nachgeguckt. So wie es aussieht, ist das die Strecke, die es nicht mehr gibt. Also, alles weg hier, bis auf die Viadukte. Schade, eigentlich eine schöne Strecke. Ja, das war bestimmt nicht so einfach, das nachzubauen. Wenn es dann nicht sehr viele Referenzen gibt. Ich meinte, mindestens ein oder zwei aus dem Team, die die Strecke gebaut haben, sind aus der Region. Ganz garantiert auch mal teilweise abgegangen sein, Fotos gemacht etc. Und das so weit nachzubauen. Das heißt, unser Brauereizug fährt nicht mehr vorbei. Der eine Bahnhof da hinten oben. Ich weiß nicht, ob der noch existiert. Wahrscheinlich geht er nach hinten noch weg.
Ja, nächste 5 Tafeln. Haltepunkt? Nee. Guck mal, die Erhöhung von der Straße. Ah, schaut's, wie schön. Ah, schade, konnte man das nicht erhalten. Das wäre für Dampfsonderfahrt ja ideal gewesen. Sehr schön. Aber es ist natürlich immer so eine Kostenfrage, sowas in Stand zu halten. Ich hätte ja das Ganze auch noch gewartet. Und dann soll es doch noch halbwegs wirtschaftlich fahren. Beziehungsweise schauen, dass die Spenden reinkommen. Ah, so ein Verein ist noch fast ohne Boden. Ja, 1977, gemäß Wikipedia, ich habe es gerade auf dem Monitor noch offen, die letzten Sonderzüge auf der Strecke gefahren und dann ist die Strecke abgebaut worden und die Bahnhofsgebäude sind verkauft worden. Ah, die gibt es also schon lange nicht mehr, diese Strecke. Schade, schade, schade. Ich glaube, ich hätte dann versucht, irgendwie so ein altes Stellwerk zu kaufen und daraus irgendwas zu machen. Wenn ich denn da wohnen würde. So wie es aussieht, haben wir hier durchgehend 60 Talfahrt. Aber wir werden langsam flacher. 14,9 aktuell. Also im Waldweg mit ins Nichts. Ah, ich hätte irgendwie Bock, in die Gegenrichtung mal hochzufahren mit einem einigermaßen schweren Güterzug. Dampflok dann. Jetzt habe ich ja ein paar. Aber ich muss ein paar andere Videos machen. Kann ich die ganze Zeit Dampflok fahren? Ja, dann auch ein bisschen Fahrt. Aber das ist hier nicht für den Personenverkehr. Gerechnet hat, ein bisschen ein Shuttle, irgendwie vom Land gefördert. Das ist doch eine weite Strecke nach unten. Hätte das Dorf oben einen recht guten Anschluss. Andererseits, wenn wir uns erstmal hier angucken. Ja, doch, das ging hinten noch weg. Schon ein großes Stück, was da wegfällt. Ja, oh, da unten, Lautental. Und wir haben Fahrt. Nice. Aber es sieht mehr wie so ein Wohnhaus aus, als wie Bahnhofsgebäude. Ich glaube, das war auch ein Wohnhaus. Ach nö. Ja,
Muss denn das sein? Warte mal ganz kurz zurücksetzen. So. Haben wir jetzt hier die nächste Kreuzung. Schöner Bahnhof. An der Stellberg. Nee, doch Ausfahrt. Ja, da zum Beispiel den Bahnhof da irgendwie muss ja da halten. Oh, da könnte man ein bisschen randalieren. Wobei, dann sagt die Gemeinde, nö, da machen wir irgendwelche Sachen hin. Da ist wieder diese Tafel. Was heißt die Tafel? Ich muss aber nachgucken. Ja, und dann endlich mal ein bisschen Speed. Wie die wegzieht. Das Bier hat einfach kein Gewicht. Aber als Lokführer natürlich schon eine geile Aussicht. Kannst du jetzt hier so auf dem Damm über alles drüber. Nice, 80. Naja, lass mal rollen. Geht nach wie vor bergab. Knapp 8 Kilometer noch. Ja, so eine ziemlich angenehme Fahrt. Bis auf das kleine Upsi da mit dem roten Signal. Ach man. Aber jedes Mal so in den Videos, wenn ich da irgendwie was angucke oder abgelegt bin, dann kracht's. Da ist die PCB SIFA oder halt ein Signal. Ja, Ebremse, wir müssen wieder arbeiten. Ja, ein bisschen too much. Ja, ein bisschen weniger. Ja, das muss ganz aus. Sind es nur noch 5. Wir brauchen sogar ein bisschen Schmackes hier. Ja, Stufe 1. Die Straße wieder. Die verlässt uns nicht.
nächster Haltepunkt. Das sieht ziemlich überschaubar aus. Das ist mitten am Arsch von irgendwo. Ist ja gar nichts. Häuser da hinten. Warte mal, war das ein Feriencamp? Nee, da ist ein See. Okay, da macht das schon ein bisschen mehr Sinn. Moin. Haha, geil. Ja, da könnte man natürlich ein bisschen Geld machen hier. Mal zum See bringen, aber es war einmal. Ob man sich mal überlegt hat, die Strecke zumindest zum Teil zu eröffnen. Also gerade bis zum See, glaube ich, wäre schon mal gar nicht so doof mit so einem kleinen Shuttle. Was ist das? Was zum... Das ist ein Riesen... Was? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass da Leute raufgehen so. Sicht... Okay, hier... Gigadamm hier. Okay. Was ist das? Ja, da geht's vermutlich runter in die Turbine. I guess. Kein Experte, aber was ist das? Ist das irgendwie so ein Mega-Adventure-Trail-Ding da? Wo du versuchen musst, irgendwie raufzukommen? Ja, ich bin zu schnell. Ich sollte mich aufs Fahren konzentrieren. Ich sag's die ganze Zeit und dann mach ich's nicht. Aber hier gibt's interessante Sachen zu gucken. Boah, mit 20 runter. Letzter Beschluss nochmal richtig. Kündigst du mir halt an? Ja, natürlich. Ja, werden müssen wir uns jetzt hier mal nicht. Wird auch mit Gütern rumrandaliert hier. Ich frage aber, ob hier ist die Strecke dann wieder aktiv. Ich bin so schnell. Aber gut, dass die so gut bremst. Ja. Oh, da steht eine Köpf. Ach, wie süß. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Wir sind in Langesheim. Mit wertvoller Bierfracht. Ein Stückchen noch. Dann passt der. Schauen Sie mal ganz kurz um, bevor das Spiel sagt, es ist vorbei.
hier mal das Gleis hier hinten. Güter randalieren hier hinten. Da geht eine Strecke weg. Mal ganz kurz schauen. Ja, das ist ein Portal nach Season. Hier die ganze Industrie da. Langesheim, ehemaliger Bahn nach Lindtal. Umsetzpunkt. Aha. Interessant. Hier der Bereich, da die Totengleise. Und dann geht es dann hier zweigleisig wieder raus bis nach, wie wird das heißen? Goslar. Da sind wir mit der Dampflok in dem anderen Video durchgefahren. Ja, hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. War ein bisschen eine Talfahrt und eine Katastrophe mit mir in dem einen Bahnhof mit dem roten Signal. Das gibt eine 5. Aber ansonsten echt schöne Strecke. Mir gefällt es. Bis dahin, ich wünsche euch was. Gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.